Ja, das Gute am Fußball ist, es geht immer gleich weiter. Wir haben heute den Einstieg in eine englische Woche mit Spielen in Dresden und dann zweimal zu Hause gegen Unterhaching und Sandhausen. Deswegen gucken wir heute auf das Spiel in Dresden und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Spiels am Sonntag 13:30 Uhr bei Dynamo Dresden. Wir gucken auf dieses Spiel mit unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Hallo. Und mit unserem Dresden-Beauftragten Robin Becker, der ja 2 Jahre in Dresden gespielt hat und deswegen als Experte bei uns Tipps geben kann, wie wir uns da präsentieren können. Rüdiger, was kann man nach einem solchen Abend tun, damit es mental keinen Strömungsabriss gibt? Ja, ich glaube, die 2 Tage waren jetzt schon schwer für alle. Das Mittwoch, Donnerstag wirklich schwer zu verarbeiten, schwer zu verkraften. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Schön ist, dass wir relativ schnell wieder spielen und da auch ein Auswärtsspiel haben, viele Zuschauer, volle Stadion, dass uns alles abverlangen wird. Und ich glaube, wird auch dann heute, wenn Training ist, einfach wenn der Ball rollt, wird man das Spiel Kaiserslautern so ein bisschen vergessen können, wird man nicht komplett ausradieren können, weil es einfach schon sehr, sehr wichtig war und große Enttäuschung und trotzdem einfach die Hoffnung und auch bin ich überzeugt, dass wenn der Ball wieder rollt, wenn es dann in der Liga auch wieder um Punkte geht, dass die Mannschaft dann fokussiert ist und schlussendlich dann auch die Spiele dann gewinnen möchte. Robin, nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie hat die Mannschaft das Ereignis von Dienstag verkraftet? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist verständlicherweise nicht so gut. Ich glaube aber, dass das jeder auf seine Art und Weise ein bisschen verkraftet hat. Deswegen war es auch ganz in Ordnung, dass wir uns gestern den Tag frei hatten, am Mittwoch uns nur getroffen haben und das kurz besprochen haben und dann jeder für sich das Ganze verarbeiten konnte. Und ja, ich glaube, das ist normal, dass die Stimmung da dementsprechend niedergeschlagen ist. Aber wie der Trainer schon gesagt hat, heute kommen wir wieder zusammen und dann, glaube ich, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ja, Dynamo Dresden, da war ja was. Wir haben schon 1,5 Mal getroffen mit Ihnen, ein halbes Spiel im Spätherbst und dann nochmal ein Wiederholungsspiel wegen Regen. Immer sehr emotionale Spiele. Dresden hatte, ja, wenn ich richtig in Erinnerung habe, zum Winter 10 Punkte Vorsprung, hat jetzt so eine Ergebniskrise, ist aber trotzdem eine starke Mannschaft. Was erwartest du am Sonntag? Ja, ich meine, der Plan von Dresden ist klar, über Ballbesitz einfach erfolgreich sein, hatten da auch in den Spielen, die sie jetzt verloren haben, auch immer ihre Möglichkeiten, um Tore zu erzielen. Ergebnisse stimmen nicht so. Und trotzdem wissen wir schon, was uns da erwartet. Mannschaft, die eine sehr, sehr hohe Qualität hat, eine Wucht hat, auch mit Kutschke auch vorne drin. Von daher wird mit Sicherheit emotional. Wir wollen da einfach alles in die Waagschale werfen, dass wir da am Sonntag erfolgreich sein können. Robin, in Dresden ist die Erwartungshaltung naturgemäß und auch berechtigt immer groß. Was erwartest du, aus eigener Anschauung in Dresden am Sonntag? Ich glaube, genau das, was gesagt wurde: ausverkauftes Haus, gute Stimmung, Fans, die die Mannschaft nach vorne peitschen wollen, die alles dafür tun wollen, damit die Mannschaft erfolgreich ist. Sicherlich alles ein bisschen anders vorgestellt nach der guten Hinrunde, aber ja, ich glaube, dass sie ein Stück weit irgendwie berechenbar sind und dass wir das auf jeden Fall auch nutzen wollen, um da erfolgreich zu sein. Gibt es denn nach dieser, kurzen Trainingswoche Veränderungen im Kader? Nee, es ist so, dass die am Dienstag im Kader waren, dieser 20er Kader wird auch dann mit nach Dresden fahren. Das waren dann unsere Eingangsstatements. Kommen wir dann gerne zu den Fragen. Rüdiger, dein Trainerkollege hat nach den vergangenen Spielen sehr intensiv immer mit dem Schiedsrichter gehadert. Du hast eben schon gesagt, das ist ein emotionales Spiel. Hast du auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es da sehr auf Schiedsrichter ankommt, wie stabil der ist? Weil liegt ja so ein bisschen der Verdacht nahe, wenn man sehr oft den Schiedsrichter kritisiert, dass man irgendwann so eine Konzessionsentscheidung eigentlich herbeireden will. Ja, Schiedsrichter haben wir wenig Einfluss. Ich glaube, da haben wir uns auch das ein oder andere Mal schon beschwert. Manchmal haben wir profitiert. Wobei ich glaube schon auch von unserer Seite aus,
müssten wir die Schiedsrichter auch kritischer beäugen, weil wir doch viele Situationen gegen uns auch immer wieder hatten. Schlussendlich glaube ich, für so ein Spiel Dresden gegen Saarbrücken wird der DFB schon einen erfahrenen und guten Schiedsrichter dahin beordern, dass das auch ganz normal funktioniert. Robin wurde eben gefragt, wie es in ihm oder der Mannschaft aussieht. Wie sieht es denn im Trainer aus aktuell? Also gefühlsmäßig oder stimmungsmäßig? Ja, die zwei Tage waren schlimm. Muss man auch so deutlich ansprechen. Ich glaube, gestern Regen und Wind und Scheißwetter. Genauso war, glaube ich, die Gemütslage. Mit dem Wetter heute scheint die Sonne, muss auch das Gemüt ein bisschen besser werden. Geht Richtung Spieltag. Dass wir da einfach fokussiert sind und sehen, dass einfach auch von der Stimmung von bei jedem Einzelnen auch wieder besser wird. Und bin da schon guter Dinge, dass, wenn wir alle auf dem Platz sind und der Ball rollt, dass es dann auch wieder funktioniert. Und dass diese zwei Tage richtig beschissen waren, für mich, für alle Spieler, für alle Fans, ist, glaube ich, klar. Christoph Tautz hat gestern bei uns gesagt, wir starten jetzt eine Serie und greifen ganz oben an. Was sagt der Trainer dazu? Er hat ja schon mal diese 9-Punkte-Woche ausgerufen. Das hat dann funktioniert, das war letzte Saison. Wenn er jetzt wieder recht behalten sollte, nehmen wir das gerne an. Ja, es ist ja die zweifelste Frage, wenn ich mich mit verrechnet habe. Es ist jetzt gut, dass es auswärts ist. Man fährt lange, man hat eine Nacht wahrscheinlich vor in Dresden, vielleicht sogar zwei, ich weiß nicht, Deutschfahrt, dass man da irgendwie auch nochmal reingeht oder eine andere Richtung in die Mannschaft bringt, eine freudigere Richtung, oder braucht das die Mannschaft nicht? Vielleicht schon Frage an den Spieler, der weiß ja auch, wie weit es ist. Habt ihr da was Besonderes vor, oder lasst ihr das dann auf euch zukommen und die Stimmung dann hoffentlich zum Spiel, oder dass die Stimmung zum Spiel automatisch steigt? Ich glaube, wir werden da jetzt unseren Plan nicht groß ändern. Also wir fahren morgen nach Dresden, werden auf dem Weg das Training absolvieren und dann fahren wir weiter. Und dann haben wir, glaube ich, genug Zeit, uns besonders das Spiel vorzubereiten. Da gibt es jetzt keine... Ich glaube, da wird jetzt nichts anderes gemacht. Es ist viel Zeit, um darüber zu sprechen, vielleicht auch nochmal über die Woche. Aber ich glaube auch, dass es halt relativ schnell aus unseren Köpfen gestrichen werden muss. Und ich glaube, dann kann man sich auch sehr auf das Spiel freuen. Und da ist jetzt nicht irgendwie eine besondere Motivation oder Ähnliches notwendig. Robin, wie viele Tipps hast du dem Trainer schon gegeben? Bis jetzt tatsächlich keinen. Vielleicht kommt noch was, aber ich glaube auch, dass das Trainerteam da immer so gut vorbereitet ist, dass man da jetzt nicht unbedingt über jeden einzelnen Spieler sprechen muss. Und da wir den Dynamo Dresden ja auch aus der Liga kennen schon und sie schon gegen die gespielt haben, hat sich da jetzt, glaube ich, nicht so viel geändert. Aber ist bei dir eine Vorfreude da, dass du jetzt dahin nochmal zurückgehst und vielleicht da auch 3 Punkte mitnehmen kannst, darfst, willst? Definitiv. Es waren ja auch tatsächlich nicht 2 Jahre, sondern 3 Jahre, wo ich da gespielt habe. War eine sehr intensive Zeit, auch wenn sie natürlich ein Stück weit irgendwie von größeren Rückschlägen, was Verletzungen angeht, betroffen war. Aber trotzdem, selbst das hat die Zeit sehr intensiv gemacht, und da freut man sich. Es ist immer was Besonderes, zu seinem alten Verein zurückzukehren. Viele Freunde, Bekannte, die auch ins Stadion kommen, und ich glaube, wer sich da nicht freut, der hat irgendwas falsch gemacht. Und wenn man dann noch erfolgreich ist bei seinem alten Club, dann ist es natürlich umso besser. Noch eine Frage an Rüdiger. Wie ist das? Luca Kerber hat jetzt bekannt gegeben, beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, dass er den Verein verlassen wird. Ich darf natürlich bestimmt fragen, ob es schon klar ist, wohin er geht. Ob ich eine Antwort bekomme, weiß ich natürlich nicht. Aber wie schwer wirkt das dann auch vielleicht für die kommende Saison, auch in der Planung des Managers für die Kaderplanung? Ja, ich glaube, für ihn ist auch klar, wohin er geht. Für mich auch. Und trotzdem ist, wird, glaube ich, dann irgendwann auch verkündet, oder wo es ihn hin verschlägt. Am Ende war es relativ früh klar, dass er mehrere Optionen höherklassig, und von daher haben wir klar mit ihm gesprochen. Und trotzdem ist dann unsere Tabellensituation aktuell jetzt nicht so, wo man eine große Perspektive aufzeigen kann, sagen, hey, wir steigen ja auf und dann kannst du dich nächstes Jahr bei uns beweisen. Ich glaube, das wäre eine Idealvorstellung gewesen, wo man ihn vielleicht hätte halten können, vielleicht. Von daher
ist natürlich schwierig, ihn zu ersetzen. Ich glaube, man konnte sich immer auf ihn verlassen und ist für uns einfach schade, ich glaube auch für die Fans einfach schade, so ein Eigengewächs, der den Verein verlässt und trotzdem freut sich, glaube ich, auch jeder für ihn, dass er diesen Schritt in der Liga höher einfach gehen kann, zu sagen, sich zu beweisen und dementsprechend einfach ihm auch zu gratulieren, dass er einfach diese Möglichkeit hat und ist im Alter mit 100 Spielen in der dritten Liga jetzt, wo man den Schritt machen muss und von daher da kein Groll, sondern eher Freude mit ihm, dass er das einfach jetzt machen kann. Also beim Trainer auch keine Gedanken, dass er jetzt irgendwie weniger spielen darf oder sonstiges, weil er geht, gab es ja schon mal irgendwann, aber... Überhaupt gar nicht. Also wir haben jetzt nichts zu verschenken. Und er hat jetzt die ganze Zeit immer gespielt und er wird jetzt auch seine Spielzeit kriegen, weil wir Spiele gewinnen wollen. Es kann auch mal sein, dass er jetzt, wir haben Saarland-Pokal Ende April erfolgreich gestalten. Wir haben in 36 Tagen haben wir 10 Spiele. Es sind schon jede Menge. Ich glaube, Mannschaft ist fit, das ist okay. Nur, dass diese Anzahl an Spielen wird nicht jeder durchspielen können. Es werden Sperren kommen. Von daher wird er auch mal draußen sein. Aber schlussendlich, ich werde nach bestem Wissen und Gewissen die Mannschaft immer auf den Platz schicken, wo wir einfach dann sehen, wir wollen das Spiel gewinnen. Und mit dieser Mannschaftsaufstellung ist die Wahrscheinlichkeit in unseren Augen am größten. Und dann wird er auch oft in der Startelf stehen, glaube ich. Robin, du kennst ja jetzt dieses Dresdner Umfeld. Stadion ist, glaube ich, bis auf den Gästebereich ausverkauft. Was erwartest du so aus deiner Erfahrung? Eine Euphorie trotz dieser Rückschläge oder schon auch so ein bisschen Anspannung? Das kann ja so bei so engen Spielen in die eine oder in die andere Richtung gehen. Entweder eine Mannschaft wird gepusht oder es geht nach 10 Minuten mit Pfeiferei los. Wie sind da die Dresdner drauf? Ich glaube, dass der Verein und die Fans es immer schaffen, eine Euphorie zu entfachen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es da jetzt große Rückschläge gibt, dass die Fans pfeifen werden oder Sonstiges. Ich glaube, solange das Spiel offen ist, werden sie bis zur letzten Minute alles geben für den Verein. Das war immer so und das erwarte ich auch jetzt. Also ich glaube nicht, dass da die Anspannung jetzt in eine negative Richtung bei denen kippt. Gerade bei einem Heimspiel ist das immer noch mal was Besonderes. Ich habe noch eine Frage, weil noch eine Meldung ja kam, dass gegen Unterhaching zu Hause gespielt wird. Wird es jetzt jedes Mal so sein, dass man die Meldung für Heimspiele rausgeben muss, dass es wirklich geht? Oder wie ist da das Prozedere in den nächsten Wochen? Bin ich nicht zu 100% im Thema drin, aber es war so Richtung Osterwochenende war das so bei uns im Trainerbüro auch schon meine Prognose. Es wird jetzt weil ich dann samstags vormittags den Rasen gesehen habe, war es schon meine Prognose, dass wir jetzt jedes Heimspiel doch zu Hause bestreiten werden. Sollte es irgendwann extrem regnen, 2 Tage, 3 Tage hintereinander, kann sich das auch nochmal ändern. Wie da die Gedanken des DFB dann genau sind, werden wir sehen. Aber ich glaube, das hat jeder auch am Dienstag gemerkt. Der Platz war in einem guten Zustand. Von daher, wenn da diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, auch weiter fortgesetzt werden von Seiten der Stadt, glaube ich, auch wirklich dass da nichts im Wege steht, dass wir diese Spiele auch alle zu Hause bestreiten können. Rüdiger, du kennst ja mittlerweile auch das Saarbrücker Umfeld. Die ersten Fragen nach Vertragsverlängerungen, Personalplanung kommen ja eigentlich schon Anfang Oktober. Jetzt haben wir Anfang April. Das Pokalspiel ist rum. Gibt es einen Zeitplan, auch wie es mit dir aussieht, ob du die Doppelfunktion nächste Saison weitermachst, Personalplanung, Spieler oder ist das doch noch ein Stück weit weg? Ja, also da sind wir schon auch in Gesprächen und da wird es dann im Laufe der nächsten Wochen auch Meldungen dann geben. Aber Stand jetzt, mein war Fokus, glaube ich, ist verständlich auf diesem Spiel, das schon eine sehr große Bedeutung hatte und alles andere kommt jetzt peu à peu, werden dann Entscheidungen auch bekannt gegeben. Ja, dann sind obligatorische Fragen der zweiten Woche. Breuer und Sahin waren nicht im Kader, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in Reckenwald ist ja wohl noch verletzt, das heißt die drei bleiben in Saarbrücken und die ersten beiden spielen ja bei der A-Jugend. Ja.
Dann wäre auch das geklärt, kommen wir dann zu den Rahmenbedingungen, die sehr überschaubar sind. Am Sonntag 13:30 in Dresden, das Spiel wird live bei Magenta und bei uns im Fanradio übertragen. Wir werden von ca. 500 plus x Fans begleitet werden zu diesem wichtigen Spiel. Hoffen wir, dass wir da mit einem guten Ergebnis rauskommen und uns dann in die englische Woche stürzen können. Wir sehen uns dann spätestens am Sonntag oder am Dienstag bei der nächsten PK wieder. Bis dahin ein schönes Wochenende und habt eine gute Zeit und tschüss.